So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Age of Empires 4. Ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte letztes Wochenende ein Video gemacht, wie gut ist eigentlich Age of Empires 4. Und anschließend habe ich mit Sterze gegen zwei schwierige KIs gespielt. Und aber vor allem bei dem Video von letzter Woche, wo ich gesagt habe, wie gut ist eigentlich Age of Empires 4, habe ich ja so ein bisschen meine Pros und Cons gezeigt. Aber das war ja auch so nur ein Ersteindruck. Ich hatte es ja vorher nie wirklich gespielt, beziehungsweise ein, zwei Runden. Jetzt mittlerweile habe ich hier meine 10 Stunden drin. Für mehr hat es leider nicht gereicht. Ich hätte viel lieber mehr gezockt. Bin eigentlich süchtig, aber ich muss es zurückholen. Denn nächste Woche droppt das krasseste Projekt, was wir je gemacht haben. In meiner ganzen scheiß Karriere. Aber das merkt ihr dann noch. Dementsprechend musste ich mich zusammenreißen. Habe aber super viel T9 geguckt oder hier, wen ich jetzt entdeckt habe, Orsi, der ist noch viel geiler als T9, den muss ich sagen. Die casten quasi Age of Empires 4 Profi-Matches. Und da habe ich jetzt ein paar Anregungen bekommen, gerade von Daud, das ist ja einfach nur eine geile Sau nach wie vor. Ist ein Veteran der Age of Empires-Szene. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt erst in den folgenden Stunden, in denen ich auch wirklich mal alle Völker mir genau angeguckt habe, ein ganz anderes Bild von Age of Empires 4. Denn ich finde, es ist doch nochmal deutlich, deutlich geiler, als ich dachte in so meinen ersten zwei, drei Matches. Denn die die Vielfalt und das abwechslungsreiche Gameplay und die Tiefe, die nicht einzelne Mechanics bieten, sondern die Völker an sich. Das ist insane. Also ja, zum Beispiel Tierkadaver, die verderben nicht mehr. Oder Pfeile treffen immer. So, das sind so Sachen, wo man denkt, normalerweise, ja gut, macht das Spiel einfacher. Das sind so Sachen, die haben Age of Empires 2 mehr Komplexität verliehen. Aber wirklich die Völker, mashallah, komplett andere Spielstile, komplett. Klar, hatte man so auch mit anderen Völkern, aber in diesem Ausmaß. Und deswegen zeige ich euch heute was. Wir spielen gegen sehr schwierig. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe. Ich bin überhaupt nicht im Saft. Aber ich probiere das jetzt einfach mal. Ich meine, im Zweifel kriegen wir auf die Schnauze und so ist es halt. Und ich will euch was zeigen, und zwar Mongolen. Und ihr müsst verstehen, ich spiele das jetzt nur aus meiner Beobachtung heraus. Wie gesagt, ich habe mir diese Cast angeguckt. Ich habe das jetzt nicht getestet oder mal selber die Mongolen viel gespielt. Überhaupt nicht. Ich glaube, einmal vor einer Woche, letztes Wochenende, habe ich die einmal gespielt. Da habe ich mit Sterzig einmal hier ein bisschen die verschiedenen Völker grob einfach mal ausprobiert. Und auch da waren wir beide so, Alter, was geht mit den Mongolen? Das ist ja was ganz Wildes. So allein, dass man keinen Scout hat, sondern den Khan, der einfach beim Reiten schießt. Also werdet ihr gleich alles sehen. Habt ihr wahrscheinlich vielleicht auch schon vieles gesehen. Ja, heute ohne Sterzig. Finde ich sehr schade. Er hat nämlich Urlaub, die Sau. Kann ich mir nicht leisten. Oh geil, hätte ich das gewusst, hätte ich schon mal eher geladen, während ich nur erzähle. So. Okay, weiß ich, was ich machen will? Ja, ich weiß, was ich machen will, glaube ich. Genau, erstmal. Man startet mit einem Dorfzentrum, was bisschen unterwegs ist, ja? So, komm mal her. Achso, warte mal. Wo ist ein Stein? Da ist Stein. Okay, cool. So. Ist ein bisschen slower hier, sag ich mal, ja? So, und das besondere Gebäude bei den Mongolen ist ein Obo. Obo, ja? Das ist ganz cool. Denn das generiert durchgehend Stein. So. Das heißt, ihr seht auch schon, die haben hier kaum Gebäude. Also zwei. Die haben gar keine Holzfällerhütte. Die haben keine Steinmetzbehausung, Digga, wo die buddeln. Und sie bauen gar keine Häuser. Sie haben auch keine Mühle. Sie haben hier dieses Obo, das produziert durchgehend Stein, seht ihr da aufploppen. Und sie haben ein Gär.
That's it. So, ich muss mal kurz überlegen. Ja, wir machen 3 auf Holz. Und dann gehen wir auf Gold. Aha, okay, das machen wir so. So, und dann, genau, gehen wir schön auf Gold. Cool. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinfinden, ne? Ihr merkt es. So, und was ich jetzt langsam, also wir haben jetzt, wir wollen viele Schafe, damit wir so ein Bild ausspielen können. So, hier, wir bauen so ein Gär, zack. Da schicken wir jetzt auch 2, 3 drauf, glaube ich. Beziehungsweise, ich glaube sogar jetzt, nehmen wir alle von Holz weg und schicken es zu Gold. Genau. So, ich will jetzt mal hier einen Marktplatz oder so finden. Es gibt ja bei Age of Empires 4 neutrale Marktplätze. Ein bisschen gucken, also. Ein Wolf, aber er schießt ihn beim Reiten ab. So, dieses Toro, Obo übrigens, das hat Forschung. Und ihr seht, das hat so einen Einflussbereich. Und in diesem Einflussbereich können Produktionsgebäude, ne, also Kasernen zum Beispiel, jeglicher Art, doppelt so viel... 8 brauche ich auf Nahrung. Scheiße mit Arsch. Naja. Doppelt so viel Units auf einmal rausknallen. Kostet aber dann Stein. Ihr seht, wir produzieren sehr viel Stein. So ist das. Ja, ich habe zu viel auf Gold gehabt. Jetzt muss ich ein bisschen aufholen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unclean. So, aber ich hätte halt, wie gesagt, echt gerne einen Markt. Müssen wir mal gucken. Wir spielen gegen das Heilige Römische Empire, Alter. Das ist natürlich heftig. So, sind ein bisschen langsam. Hier ist ein Markt. Okay. Das ist interessant. Jetzt müssen wir mal gucken, ob hier in der Nähe der Gegner ist oder nicht. Aber gucken wir mal. So, dann schicken wir jetzt wieder, glaube ich, 2 Leute mal auf Holz. Ja, gucken wir mal. So. Silberne Baum wollen wir. Ich glaube, wir machen das lieber so. Wir haben jetzt auch zu viel auf Nahrung. Okay. Den können wir abknallen. Aber zumindest glaube ich... Doch, hier ist die gegnerische Basis. Okay. Oh, Leute, habe ich aufgehört zu produzieren. Das ist jetzt natürlich unangenehm. Lassen wir mal da, oder? Das nervt ihn richtig. Also die KI ist gerade so sauer, ne? So. Wir wollen gleich... Ich bin so dumm! Egal, ich kann es ja umpositionieren. Okay, die haben schon ein paar Speer. Und zwar, mein Wahrzeichen hier, silberne Baum, Digga, das ist quasi ein verbesserter Markt. Und den will man eigentlich im Obok reinknallen. Das heißt, aber ich kann den gleich umtransportieren. Okay, es läuft alles sehr schief gegen eine sehr schwierige KI, die wahrscheinlich diese Fehler jetzt nicht unbedingt verzeiht. Gucken wir mal, ja. So, wir brauchen jetzt aber vor allem auch Holz. Das heißt, wenn die hier fertig sind, schicken wir die auf Holz. Cool. Haben wir hier echt nur einen Trading-Posten und der ist bei ihm? So, wir bringen nochmal die Schafe weg. Hier ist er. Oh, der ist ja ultra nah. Ja, warte, aber wenn ich den hier hinkarre, dann geht's. Okay. Gut, du kannst hier mal... Wobei, nee, ich brauch das Holz. Okay, das ist jetzt gleich fertig. Das ist cool. So, jetzt packen wir den ein. Alle mongolischen Gebäude kann man einpacken und verfrachten. Was ganz cool ist. So. Nee, kann man mehr auf Ecke machen. So. Cool. Dann bauen wir hier so ein Ding hin. Und das ist erstmal cool. Ey, du solltest die Schafe wegbringen, Digga. Was ist los mit dir? Was ist mit dir? Lol. Okay, schicken wir auf Holz, alles cool. Okay, das ist irgendwie buggy, egal. Cool, so, jetzt scouten wir mal ein bisschen den Gegner noch weiter aus. Cool, cool, cool. Ja, das ist ein bisschen kacke. Also, timing-technisch nicht gut. Nicht zwingend brillant gespielt. Q, W. Was ist los? Klappt nicht. Gut, machen wir so. So. Jetzt machen wir hier, das ist quasi das neue Fenster. Normalerweise könnte ich hier einfach einen Händler produzieren, ja. Aber dadurch, dass es im Obo-Radius ist,
kann ich zwei auf einmal produzieren. Und das Geile ist bei den Mongolen, ihr seht es hier, die haben die Seidenstraßen-Effekt. Das heißt, wenn die 3, 5 oder 7 Händler haben, kriegen die einen Bonus auf das, was die Händler einbringen. Und dann bringen die auch Nahrung und Gold. Und das wollen wir jetzt richtig exponentiell ausleben, wenn ihr versteht. So, die schicken wir mal dahin. Machen wir noch zwei. Wir wollen richtig viele Händler, ja? Wir wollen richtig krass viele Händler. Wir brauchen aber auch vor allem mehr Nahrung. Schicke ich mal einen hier drauf. So, der kann kiten, das ist super. Wir müssen ein bisschen herausfinden, was die Gegner so vorhaben. Und wir können die, glaube ich, verbessern hier. Hier, wo waren das? Oh. Das ist natürlich schlecht. Das 2. Ach du Scheiße. Na gut. Dann ist das jetzt so. Okay. Wir nerven ihn weiter. Okay, da sind Wölfe, die nerven. So. Okay, da ist ein Ritter. Okay, interessant, interessant. Interessant. So, der stirbt. Schön. So, was ist hier los? Okay, da kommen Soldat. Und die müssten jetzt down sein. Okay. 2. Das ist ein cooles Upgrade! Shit. Jetzt habe ich das, warum sind die schneller? Die sind echt schneller, ne? Heftig. Na gut, okay. Passiert. So. Dann wird hier weiter getradet bis zum Abwinken. Wir gucken mal, dass wir die hier noch weiter nerven am Gold. Bei Holy Roman Empire ist schon, glaube ich, sehr goldabhängig, sag ich mal. Das ist ja interessant, dass die hier fighten wollen. Okay. So, den machen wir mal auf 3. Nee, das ist falsch. Da wollen wir noch einen. Und das wollen wir. Und das wollen wir. Und wir wollen eine Schmiede. Und dann wollen wir eigentlich auch sehr zügig in die nächste Zeit. Okay. Oh, die sind ja ultra schnell. Krass. Okay, da kommen ein paar Ritter. Okay. Geht er auf den der los? Nee, okay. Also ihr seht schon ein bisschen, was so mein Plan ist, ja. Ich will einfach todesviel. Okay, ich brauche mehr Nahrung. Hier auch nochmal ganz interessant. Wo ist er denn? Da. Okay, und ich verbessere jetzt mal den Damage Output von den Leuten. Und den Speer kill ich mal. Okay. Also es läuft eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich könnte viel mehr Druck ausüben, hätte ich nicht ein bisschen reingeintet, timing-technisch. Da erhöhe ich. Der kann so Fähigkeiten machen, dass er jetzt zum Beispiel extrem das Attack Speed erhöht. Das ist natürlich sehr schmacko. So. Aber wir brauchen halt wirklich vor allem jetzt Nahrung. So, hier haben wir ein paar Leute. Die, okay. Die haben sie jetzt abgezogen.
Wir machen hier noch ein Obo hin. Ah, nee. Das machen wir so. So. Okay. Da kommen wieder ein paar Soldaten. Okay, cool. Ja, wir müssen irgendwie ihn weiter nerven. Das ist der Plan. Das machen wir auch ganz gut hier. Okay, er hat jetzt schon ein paar Truppen. Aber die verrecken auch ganz gut. Wie man sieht. Der ist teuer. Der kostet richtig Gold. Okay. Genau, wir können jetzt... Nee, wir brauchen 1200 Gold. 1200 Gold. Ah, den hat er gut weggesniped. Okay. Wir haben hier ein paar Leute, die untätig sind. Ja, wir schicken die einfach auf Tür. Und da sind auch noch ultra viele. Jetzt reiten die hier einmal durch, ne? Ist natürlich nicht so gut. Naja, passiert dem Besten. Der ist teuer. Nee, ist gar kein Prälat. Der ist teuer. Aber guck mal, hier oben können wir schön Sachen machen. So. Das ist schon ganz gut, was wir hier machen. Wir brauchen halt wirklich nur mehr Nahrung. Es ist ein bisschen bitter. Ach Quatsch, da können wir keine Felder. Oh Gott, da sind ja jetzt einige. Okay. Ich muss noch mehr Pfeilhütten bauen. Also beispielsweise hier das Ding nochmal. Ich habe halt zu viele jetzt vereinzelt verloren. Wäre halt gut, hätte ich das sein gelassen. Ja. So. Okay. Ich brauch halt, ja, ein bisschen Nahrung war jetzt nicht so geil. So, die bringen jetzt hier übrigens, ne, 6 Nahrung, 6 Holz und 73 Gold nach Hause. Ich kaufe einfach mal Nahrung. Was ist los mit mir? So. Ja, toll. Und dann machen wir ein Kultei. Das ist ganz cool. Ja. Okay, hier machen wir noch einen kleinen Raid. Das ist nice. Und hier fehlt es uns an Nahrung. Okay, der stirbt. So, die kennen wir auch noch alle. Das ist natürlich alles sehr juicy. Ich muss mal bei der Schmiede ein bisschen checken, dass ich da vielleicht auch Nahkampfabwehr mache, weil ich meine, ich habe halt wirklich mehr als genug Dings, ne, ihr wisst, Gold. So, ich könnte ein zweites TC bauen, das wäre ganz gut. Okay, also wir killen einiges, das ist echt ganz geil. Machen wir mal so. Quatsch, ich will mal Felder bauen. Aber es geht ja gar nicht. So, du wirst die Nummer 2. So, und ihr wollt jetzt gleich... Oh, das ist ja nett, dass er den hier so ausliefert. Ah, das ist mir gerade ein bisschen zu heikel. Die sind schon ganz gut. Ich versuche den ein bisschen zu dodgen.
Ich brauche halt wirklich Nahrung, ne? Scheiße. Oh. Ah, das war jetzt ein bisschen überhastet alles. Die Bogenschützen sind ganz gut tatsächlich. Gegen mich. Achso, ich kann ja auch upgraden, ne? Das sollte ich vielleicht mal machen. Okay, dann baue ich den Bums hier hin. Das sollte auch passen. Okay, die sammle ich. So. Ja, ich brauche Nahrung. Ich brauche eigentlich nur Nahrung. Es ist so nervig. Warte mal, ich bin jetzt mal ein bisschen... Es ist kacke. Aber ich brauche halt... Kann ich das mit Steuerung mehr machen? Hm. Nee, ne? So, dann machen wir das. Gold brauche ich gar nicht so viel mehr. Wie ist denn das? Wie kriege ich denn hier Felder? Ach, den Bums, ne? Genau. Da war was. So, jetzt habe ich ja das hier auch fertig. Das packe ich ein und verfrachte ich da nach vorne. So, ist ja geil, dass ich die immer noch sehe. Also, ne? Das ist ja wirklich ganz cool. So, dann greifen wir hier einmal an. Renn da vorbei. Töten ein paar. So. Dann bauen wir hier jetzt mal einen Tribok. So, und die sind ja jetzt geupgradet. Da rennen wir jetzt mal rein. Also das Problem sind echt die Bogenschützen von ihm. Ein zweites TC wäre auch mal gut. Wo bauen wir das hin? Das bauen wir hier hin. So, das Ding lebt nicht mehr, okay. So, dann knallen wir hier nochmal lang. Machen wir daher. So. Ja, sehr schwere KI-Mensch, ne? Da kommt die Hütte. Die bauen wir hier hin. Und hier kommen Tribuschees. Ist ja ganz gut hier, ne? Okay. Die knallen wir alle weg. Das ist doch ganz gut. Wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn aus hier mit... noch mit den beiden TCs. Muss ich auf 4 machen, habe ich verkackt. Ja, generell, wir können ja natürlich noch mehr von denen auch machen. So. Tribuchet. Feuern wir mal da drauf. Oh. Und hier sollte ich jetzt einen heilenden Effekt haben für all meine Reiter, wie man sieht. Ja? So. Und die müsste ich jetzt eigentlich alle mal wegmachen. Das sollte gehen. Das ist nämlich das nächste Wahrzeichen, was ich jetzt hatte. So, und ich brauche jetzt dringend Schmiede-Upgrade noch. Das und... Ja, Pfeilabwehr wäre auch ganz gut. Und das ist auch gut. So. Und hier noch ein bisschen. Ich habe immer noch sehr, sehr viel Holz. Ich muss das mal korrigieren. Ich muss das mal korrigieren, indem ich ein bisschen Holz wegnehme. Und haben wir irgendwo... Da haben wir noch was. Sehr gut. Okay. Cool, cool, cool. Ja. Wir gucken... Lol, der rennt scharf hinterher. Wir gucken mal, dass wir hier jetzt seine Army auch immer klein halten. Da ist ein Händler. Das kostet ihn natürlich ordentlich. Wir können... Ja, ich darf meine Tribuchets nicht vernachlässigen. Alter, ich sammle hier die Schafe ein. So dumm. Okay. Cool. Ja, nach wie vor... Ne? Okay. Sehr gut. Ich kann natürlich auch auf sein TC gehen. So, den wollte ich gerne noch mitnehmen. So. Ah, wobei, wir machen die Stallung weg, das passt schon. Okay.
cool. Dann heilen wir die jetzt nochmal. Läuft ganz gut. Ja. Genau. Ihr müsst auch die Schafe natürlich killen. Ich habe mehr als genug. Ich habe zu viel gemacht. Naja, passiert. So. Toll. Toll, toll, toll. Das hier jetzt gerne einmal. Junge, die Schafe, die da hinterher reiten. Die sind ja teilweise auch schneller einfach, ne? So, wir ballern jetzt hier voll rein. Aber ich glaube, wir haben ihn mal im Sack. Und das, obwohl ich ja wirklich ein bisschen sloppy gespielt habe hier und da. Also gerade so die Ressourcenaufteilung, ne? Muss man schon sagen. Ich hatte es jetzt nicht... Das war jetzt nicht alles optimal. So. Genau, ihr geht Schafe hacken des Todes. So, weil wenn ich jetzt anfange, nämlich mehr Schafe zu knallen... Hier, ich kann natürlich auch nochmal so einen hier machen. Und dann die Schafe. So, wir können mal unten rum gucken, was er da noch hat. Aber Armee hat er jetzt, glaube ich, nicht mehr. Also ihr seht, die Mongolen, das ist geisteskrank. Die können einfach beim Reiten schießen. Die können ihre Gebäude bewegen. Die haben krass viel Trading. Ich habe 7000 Gold. Ich weiß nicht, wohin damit. Ich meine, theoretisch, klar, kann ich einfach... Hier, das kann ich auch mal machen. Theoretisch kann ich einfach jetzt ganz viel kaufen. Da fehlt mir irgendwie der Hotkey, dass ich viel auf einmal kaufe. Weil wenn ich Shift Nahrung klicke, kaufe ich trotzdem nur sehr wenig. Ah, okay, Steuerung Nahrung. Gut. So. Da ist ein Turm. Ja, witzig, dass er hier die auch gar nicht angreift. Okay. Ihr könnt da oben nochmal ein bisschen Druck machen. So. Hier da die Bogenschützen clearen. Ich habe hier mehr als genug, Leute. So, jetzt weiß ich auch, wie man eine Gruppe wieder auflöst. Man muss einfach alles abwählen und dann die Gruppe nochmal drücken. Also Steuerung und dann die Gruppe. So, das wird es. Leute, ihr baut es wieder auf. Das ist echt. Genau, ihr haltet euch. Cool. Hier macht ihr Umrandale. Ja, das ist jetzt, glaube ich, durch. Ich glaube tatsächlich, sehr schwierige KI. Ich bin gerade echt froh. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt nicht gerade viel gezockt. Ist ganz geil. So. Aber ja, Rohstoffe-wise, das funktioniert nicht so gut. Da habe ich noch auch so Hotkeys, ey. Das ist noch nicht flawless, ja. So, gehen wir mal rein. Das sollte weg sein. Hier rasen wir nochmal rüber. Hier ist eine Woodline. Ist da noch wer? Nee. So, ist das jetzt weg? Ich sag mal, ich könnte nochmal wegmachen. Geil. Okay, Leute. Das war eine knackige Runde Age of Empires 4 mit dem Mongolen. War jetzt natürlich auch sehr viel Stress für mich, einfach weil auch die Routine gefehlt hat. Deswegen konnte ich jetzt vielleicht nicht so gut auch alles erklären und ja, wobei erklären, einfach quatschen an sich. Mir macht das Game mega Bock. Ihr merkt, das war jetzt wirklich ein ganz anderes Gameplay. Also ich habe zum Beispiel auch gar nicht erklärt, ich kann jetzt leider nicht mehr ins Game gucken, aber ich hatte ja hier so ein Gebäude vorgefahren. Das war ein Landmark, womit ich ja in die Ritterzeit gekommen bin. Und das Gebäude bufft und heilt Units von mir im Umfeld. Deswegen wurden die da immer geheilt. Ja, gehen jetzt drunter und drüber, aber genau, das war hier der Moment. Ich habe am Anfang echt, war sehr viel Micromanagement nötig. Der hat mich schon gut genervt und ich habe auch viele Reiter verloren. Das war ein bisschen ungünstig. Aber alles in allem war das ganz nice. Sehr schwierige KI geknackt. Geil. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.